HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Ich bin Henrik Jacobs, meine Stimme kennt ihr, genau wie die meines Nebenmannes. Auch wenn er gerade erkältet war. Moin Kai, was macht die Stimme? Oh, wieder ein bisschen besser hoffentlich, reicht für den Podcast. Sehr schön, klingt auf jeden Fall schon wieder besser. Die Stimme unseres heutigen Gastes werdet ihr vielleicht auf Anhieb nicht mehr erkennen. Man hat ihn nämlich sehr, sehr lange hier in Hamburg nicht mehr gehört. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir seine Stimme heute über unsere Zoom-Leitung hören. Moin und herzlich willkommen, Sydney Sam. Ja, moin, hallo. Schön, dass ich da sein darf und ja, ich freue mich auf den Podcast. Ja, schön, dass du cool bei uns bist. Sag doch unseren Hörern einmal ganz kurz, wo wir dich gerade erwischen. In deiner Heimat in Düsseldorf, ist richtig? Genau, ich bin zu Hause gerade in Düsseldorf, in meiner Heimat, ja, schon länger jetzt. Und bin jetzt gerade im Kinderzimmer, deswegen habe ich mir mal kurz ausgeliehen, das Zimmer kurz geborgt. Und von daher, fangen wir jetzt mal gleich an, dann schauen wir mal. Sehr schön. Also du bist auf jeden Fall Papa offenbar. Ja, das wissen, glaube ich, die meisten oder vielleicht auch viele, manche noch nicht. Man sieht im Hintergrund noch ein Foto von dir als aktiver Spieler. Deine Karriere hast du ja vor 2 Jahren beendet. Erzähl doch einmal kurz, was du jetzt heute eigentlich machst. Genau, ich habe vor 2 Jahren meine aktive Karriere beendet. Habe dann meinen Studienlehrgang gemacht im Sportmanagement-Bereich. An der Uni St. Gallen. Danach habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich ein Trainer werden möchte, habe dann mit meiner B-Plus-Lizenz begonnen und habe mich einfach entschieden dafür, dass ich auch Trainer werden will. Und aktuell hospitiere ich beim MSV Duisburg, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ja, und das ist so, was ich aktuell mache. Die deinen Namen noch kennen, die wissen natürlich auf jeden Fall, dass du beim HSV gespielt hast, du hast bei Kaiserslautern gespielt, ich glaube in Leverkusen war wahrscheinlich deine beste Zeit auch in der Nationalmannschaft. Was nicht jeder weiß ist, du bist ja auf jeden Fall ein gebürtiges Nordlicht, du kommst ursprünglich aus Kiel, was umso besser passt, weil der HSV am Wochenende gegen Kiel spielt. Stimmt, ne? Du bist ein Kieler. Genau, ich bin gebürtiger Kieler, bin dann allerdings, hab dann 1 Jahr lang bei Holstein Kiel gespielt, in der B-Jugend und bin dann zum HSV gewechselt. Und dann habe ich dort 4 Jahre lang gespielt beim HSV. Vielleicht kannst du zu Kiel noch mal kurz erzählen, wo bist du da genau aufgewachsen und wo hast du dann angefangen, Fußball zu spielen? Das war ja nicht erst bei Holstein. Nee, das nicht. Ich habe angefangen im Tussheim-Mettenhof. Ja, das ist ein Vorort. Danach bin ich dann zum FC Kiel gewechselt. Ja, und anschließend dann nach Holstein Kiel. Ja, und wie gesagt, von da aus dann zum HSV. Holstein ist ja seit jetzt vielen Jahren schon eine feste Größe in der zweiten Liga. Ich glaube, zu deiner Zeit damals waren die noch unter Ferner Laufen, oder? Also da war Holstein Kiel, wo waren die? Waren die in der dritten Liga oder sogar noch tiefer? Sogar in der vierten Liga. Ja, ich glaube sogar Regionalliga war das damals oder vierte Liga. Genau, zu meiner Zeit, das weiß ich noch. Da bin ich immer als Kind auch irgendwie auch mit der Schule oder so, hat man immer Karten bekommen, da durfte man dann immer ins Stadion, umsonst. Und ist ja schon erstaunlich, was für ein Weg Holstein Kiel gegangen ist, auf jeden Fall. Ja, absolut. Was verbindest du denn sonst noch so mit Kiel, mit der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein? Das Meer oder die Kieler Woche oder dann vor allem deine Fußballzeit? Ja, klar, Familie, auf jeden Fall. Ich habe Freunde noch dort, Familie. Versuche dann zumindest 2-mal im Jahr, im Winter, im Sommer nach Kiel zu kommen. Im Sommer ist natürlich schöner, etwas wärmer. Wobei in Kiel ist das ja nie so wirklich richtig warm. Und da bin ich dann auch mal am Strand und so mit der Familie, was immer echt schön ist. Und als Kind warst du dann, ist man als Kieler Holstein-Fan oder dadurch, dass die nur in der vierten Liga waren, eher HSV-Fan oder wem hast du als Kind die Daumen gedrückt? THW vielleicht. Ja, als Kind war ich BVB-Fan, Borussia Dortmund. Aber gut, Holstein Kiel
ja, war ja damals, wie gesagt, zu meiner Zeit als Kind in der vierten Liga und ja, als Kind hast du dann natürlich auch andere Vorbilder, sage ich mal, andere Vereine. Ja, ich damals war es Dortmund und wie gesagt, dann später irgendwann, klar, weil habe ich dann auch ja gewusst, dass Kiel auch ein Profiklub ist. Und dann ist man da auch ab und zu mal auch ins Stadion gewesen. Ja. Wie du schon gesagt hast, Holstein hat auf jeden Fall eine erstaunliche Entwicklung hingelegt in den vergangenen Jahren. Wäre auch schon zweimal fast in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt spielt Kiel am Sonnabend im Volksparkstadion gegen den HSV. Vielleicht kannst du mal sagen, so welchem Verein bist du denn jetzt noch so stärker verbunden von deinem Herzen her? Beim HSV hast du dann ja deine Profikarriere angefangen. In Kiel so vielleicht das Fußballspielen etwas stärker erlernen noch. Ja gut, beim HSV war ich natürlich 4 Jahre lang. Ne? Es war natürlich eine prägende Zeit. Wenn man mit 16 Jahren dann zum HSV wechselt, da die Jugendmannschaften durchläuft, sage ich mal B-Jugend, A-Jugend und dann auch noch die zweite Mannschaft bis hin zu den Profis. Das war ja schon eine prägende Zeit in dem Alter, im Jugendalter. Klar, und wie gesagt, bei Holstein Kiel war ich halt nur eine Saison und danach bin ich dann direkt gewechselt. Ja, ich sag mal, Kiel, Holstein Kiel ist eher familiär. Da bin ich mehr verbunden mit der Familie. Und klar ist das schöne Nebeneffekt, dass auch Holstein so erfolgreich ist, klar. Aber beim HSV habe ich natürlich viel, viel mehr erlebt, ne? Ist klar. Diese prägende Zeit, von der du sprichst, ist ja schon eine ganze Weile her. Wie verfolgst du den HSV heute? Also guckst du sowas wie zum Beispiel das 2-4 des HSV jetzt am Wochenende gegen Karlsruhe? Guckst du dir so ein Spiel an oder guckst du einfach mal ab und an auf die Ergebnisse? Wie verfolgst du den HSV? Ja, doch. Ich versuche schon mal auf jeden Fall mir die Highlights anzuschauen und Ergebnisse, klar, gucke ich auf jeden Fall, verfolge ich. Allerdings habe ich auch genug zu tun, MSV Duisburg, wo ich da auch viel analysiere, auch die eigenen Spiele, Gegneranalyse und so weiter. Also dann kommt nochmal so ein Champions-League-Spiel abends dazu. Also ist schon viel Fußball. Von daher kann ich dann nicht noch zweite Liga gucken. Also das ist dann irgendwann die Summe, das ist dann zu viel. Ich habe ja Familie noch, von daher da muss man manchmal Prioritäten setzen. Ganz klar, welches Spiel dann eher wichtiger ist, sage ich mal. Aber klar, so ein Spiel ist natürlich nicht untergegangen. Ja. Gegen Karlsruhe 2-4 ja, verloren oder 4-2 verloren. Ja, erste Halbzeit war sehr schwach und von daher ja auch zu Recht verloren, weil eines der schlechtesten Spiele so in der jüngeren Zeit so aktuell. Und ja, kann passieren. Ich glaube, die rappeln sich auf und haben jetzt einen vollen Fokus auf das Spiel gegen Kiel. Eines der schlechtesten Spiele, hast du gesagt. Das hat auch Tim Walter gesagt, der Trainer nach dem Spiel. Also er meinte zumindest die erste Halbzeit. O-Ton, das war mit das Schlechteste, was der HSV jemals gezeigt hat. Okay. Nach dem Spiel wurde ja auch viel über Tim Walter gesprochen. Er ist mit der roten Karte dann ja des Innenraums verwiesen worden. Ist jetzt ein Spiel gesperrt worden vom DFB. Wenn du jetzt auch so als angehender Trainer dir sowas anschaust, so ein Trainer an der Seitenlinie voller Emotionen, ja, wo dann vielleicht auch mal so ein Wortgefecht sich geliefert wird und vielleicht auch mal was unter der Gürtellinie gesagt wird, kannst du das nachvollziehen oder würdest du sagen, als Trainer muss man sich da besser im Griff haben? Ach, ja, schwierig. Weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, was für ein Wortgefecht da war, was da gefallen ist, wie gesagt. Natürlich ist man in erster Linie ein Vorbild als Trainer, ja. Und von daher, ja, darf das nicht passieren, kann aber passieren. Emotionen spielen eine große Rolle, ja. Das ist normal. Die hat man nicht immer im Griff. Ja, genauso wie ein Spieler, manche Spieler die Emotionen nicht im Griff haben, so kann das auch mal einem Trainer passieren, ja. Er bekommt jetzt seine Strafe und damit hat sich das auch erledigt, denke ich. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Du, Henrik, hat es schon gesagt, du bist ja jetzt gerade voll in der Trainerausbildung. Wird da der Umgang mit Schiedsrichtern gesondert thematisiert? Ja, noch nicht. Ich bin jetzt
Demnächst kommt jetzt die A-Lizenz und ich glaube, da wird das dann noch konkreter alles, Schiedsrichter und so weiter. Das war jetzt in der B-Plus-Lizenz noch nicht. Von daher, ja. Aber man weiß ja schon, wie man sich da auch verhalten soll. Und ja, das kriegt man schon in der aktiven Karriere schon mit. Ja, also auch durch Jetzt, die Spielerfahrung, klar. ja, jetzt beim MSV Duisburg als Trainerlehrling, verfolgst du dann die Spiele dann auch unten an der Bank oder sitzt du oben auf der Tribüne und verschaffst dir da den Überblick? Ja, sowohl als auch. Also ich bin meistens immer in der ersten Halbzeit bin ich meistens ganz oben um das Spiel, von dort aus, ja, mit einem Videoanalyst zusammen, ja, mit unserem Co-Trainer. Von da aus sieht man einfach auch nochmal vielleicht taktische Ausrichtungen. Also das Taktische sieht man nochmal einfach klarer, wie die Spieler sich verhalten. Und dann ist man auch mit der Trainerbank verbunden. Ja, ist auch ganz cool, alles mal mitzunehmen. Und dann bin ich auch in der zweiten Halbzeit auch meistens auch mit auf der Bank. Aber in erster Linie möchte ich auch immer schon gerne, zumindest in der ersten Halbzeit gucken, wie unsere eigene Mannschaft sich taktisch verhält. Klar. Du hast gesagt, jetzt kommt bald die A-Lizenz. Ist für dich völlig klar, dass du dann auch noch den Fußballlehrer dann angehen möchtest? Ja, absolut. Langfristiges Ziel ist auf jeden Fall Fußballlehrer, klar. Jetzt kommt die A-Lizenz demnächst und genau, ja, ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, wie die Zeit dort dann auch vorangeht. Jetzt hast du gerade gesagt, du verfolgst den HSV nicht mehr so intensiv aus Zeitgründen. Trotzdem kriegst du natürlich vielleicht auch einiges mit. Jetzt hat der HSV zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen zur Halbzeit 0:3 zurückgelegen. Was denkst du da als Trainer, wenn du sowas siehst? Wo muss man da ansetzen? Wo sind da die Defizite? Ja gut, wie du schon sagst, 0-3, dann ist klar die Defensive, ja. Dem Walter ist bekannt, also seine Philosophie ist klar, sein Fußball, ja, immer nach vorne spielen auch, offensiv, 4-3-3 meistens. Ja, es ist eine klare Handschrift zu sehen und aktuell kassieren sie einfach zu viele Gegentore, ja, aber ja, sie sind gut genug, um demnächst dann auch das abzustellen. Ja, das müssen sie einfach. Und nach vorne hin geht immer was bei denen, ist ja klar. Du sagst, dass eine klare Handschrift zu erkennen ist, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Du selbst warst ja ein Offensivspieler. Findest du diese offensive Handschrift, die er ja hat, findest du die gut? Also ist das aus deiner Trainersicht, magst du, wenn man so spielt? Ja, absolut. Also 4-3-System ist attraktiv. Ja, so das ist natürlich. Dafür brauchst du auch das Spielermaterial brauchst du dafür. Und das hat er auch. Ja, ist auf jeden Fall eine heterogene Mannschaft. Ja, sie haben Flügelspieler, super Flügelspieler haben sie in ihrem Kader. Ja, auch die Achter, Sechser, Achter sind super. Ja. Also, das ist schon für die zweite Liga ist das Top-Top-Niveau. Von daher, ja, ich bin gespannt, ob sie das diesmal packen. Ja. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir Ja, für den HSV. man sagt ja immer, dass Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt Meisterschaften. Jetzt beim HSV sieht es vielleicht gerade etwas andersrum aus. Glaubst du trotzdem, dass der HSV es auch mit seinem Spektakelansatz in die Bundesliga schafft? Ja, ich glaube, in diesem Jahr können sie es wirklich schaffen. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass dass der HSV und die Spieler auch sich mit dem Ziel klar identifizieren, mit dem Ziel Aufstieg. Ja, und ja, ich glaube auch, was auch ein Grund ist, einfach, man muss ja sehen, in den letzten Jahren waren einfach auch Abstiegskonkurrenten wie Bremen, Schalke, ja, in der Liga. Aufstiegskonkurrenten, genau. Ja, genau. Und also ja, Abstieg, sind abgestiegen, Bremen, Schalke und dann, klar, waren das natürlich Aufstiegskonkurrenten, richtig. Also, wie gesagt, das war natürlich nicht so einfach, ja, wie es jetzt hat man halt mit Darmstadt, aber ja, eigentlich müsstest du es jetzt mal packen. So.
Vor 2 Jahren war es ja Köln, glaube ich, Köln und Stuttgart, wo es auch nicht einfach war. So, und jetzt hast du einfach auch mal die Chance aufzusteigen. Ja? Also Fürth und Bielefeld, die abgestiegen sind, die sind jetzt irgendwo im Niemandsland. Von daher, klar, mit Darmstadt einen richtig guten Konkurrenten, aber ja, ich hoffe, dass sie jetzt einfach wir daran anknüpfen, wo sie eigentlich die ganze Zeit aufgehört haben, bis auf die letzten 2 Spiele, dass sie da jetzt wieder ihre Spiele gewinnen. Klar. Du hast gerade das 4-3-3 schon angesprochen beim HSV. Das ist ja so ein System, was du wahrscheinlich als Spieler auch geliebt hast, so als offensiver Außenspieler. Ja, beim HSV, wenn man sich das da anguckt, da sind vor allem dann ja Spieler wie Jean-Luc Dompé, Bakary Yatta, Tim Walter, hätte dich wahrscheinlich, hat er neulich als In-Swinger bezeichnet, also jemand, der dann von der mit seinem starken Fuß eher auf der anderen Seite spielt und dann nach innen zieht, so wie es Dompé jetzt beim HSV macht, so wie du es ja auch in deiner Karriere meistens dann als Linksfuß auf rechts außen gemacht hast. So ein Typ wie Dompé, den findest du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch richtig gut. Ist das so ein Spielertyp, den der HSV dann auch braucht? Ja, absolut. Hat man ja lange nachgesucht, nach so einem Spieler, ja. Der jetzt auch effizient spielt, ja, hat auch viele Vorlagen, ne? Klar, das ein oder andere Tor hätte er mehr auf dem Konto haben können, ist klar. Aber ja, das ist schon ein attraktiver Spieler, ja. Für so einen Spieler kommst du dann auch mal ins Stadion. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sind Spieler beim HSV, ja, auch auf der anderen Seite. Bakker oder Yatta, der auch ähnlich, sehr etwas geradliniger ist, ne? Ja, das sind schon tolle Spieler, die sie in den Reihen haben, klar. Sportlich hat sich auf jeden Fall der Transfer von Dompé für den HSV gelohnt. Er hatte jetzt, ja, vorsichtig formuliert, ein paar Schwierigkeiten, hat ein illegales Autorennen gehabt, Fahrerflucht, die ganzen Berichte hast du wahrscheinlich gelesen. Jetzt bist du angehender Trainer. Tim Walter ist so ein Typ, der tadelt das sehr und dann im nächsten Augenblick nimmt er aber dann den Spieler auch in den Arm und signalisiert ihm, ich bin trotzdem irgendwie bei dir, nachdem er ihn vorher irgendwie vor der Mannschaft einmal rund gemacht hat. Wie würdest du mit so einem Spielertypen umgehen? Ja, schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, was der Verein möchte, ja. Es ist die Aufgabe, in welchem Aufgabenbereich fällt das. Ja, kann auch sein, dass disziplinarische Gründe vielleicht dann eher Richtung Clubführung geht. Ja, oder halt, manche sagen, ey, der Trainer macht das. Und ja, wie man mit ihm umgeht, da muss man halt schauen. Ja, wie ist er auch vom Typ her? Ja, ja klar, man kann immer 1-2 Chancen geben, aber letztendlich muss man einfach die Konsequenzen dann ziehen, klar. Wenn man dich so reden hört, wirkst du auf jeden Fall jetzt ja auch sehr, sehr reif. Das kann man vielleicht schon von Jean-Luc Dompé dann mit seinen 27, obwohl er dann auch schon 5 Fußballer ein paar Jahre hinter sich hat, nicht unbedingt behaupten. Erinnert er sich vielleicht so an den jungen Sydney Sam, der vielleicht damals noch nicht ganz so reif war und vielleicht hier und da noch mal ein bisschen Blödsinn im Kopf hatte? Ja. Wie gesagt, man ist jung, ja. Wie du schon sagst, mit 27 sollte man das langsam abstellen, ja, und sich auf den Fußball konzentrieren. Aber gerade auch für junge Spieler, ja, es ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, die haben eigentlich nur Fußball, müssen alles geben, sind in der Öffentlichkeit, ja, haben Druck. Die müssen auch irgendwie mal den Kopf freikriegen, ja, sage ich mal so banal gesagt. Und trotzdem muss man dann in dem Fall aufpassen, ja, was man macht und wie man das denn macht. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, sind das halt junge Spieler und die müssen einfach auch mal Dampf ablassen, egal in welcher Form, wie auch immer. Und das gehört dann einfach auch dazu. Man sollte das dann schon machen an freien Tagen oder so, ja, nicht vor dem Spiel oder sowas. Klar. Und wenn man einen Unfall baut, sollte man möglicherweise nicht Fahrerflucht begehen. Das als Tipp von dieser Stelle. Du bist ja sehr. Das sind ja Delikte, ja, Sachen, Fahrerflucht und so, das ist natürlich schon extrem, ne? So solcher Fall. Ne? Aber wie gesagt, das muss dann halt die Clubführung dann handeln. Ja.
Du hast gesagt, als junger Spieler steht man natürlich heute schon sehr früh unter Druck. Wie war das bei dir damals? Ihr hattet natürlich einen sehr, sehr starken Kader beim HSV. Du warst ein junges Talent, was dann dazu kam, warst vielleicht noch nicht so im Fokus. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du diesen Druck schon auch so gespürt, dass du beobachtet wirst bei allem, was du machst? Wie war das damals? Zu meiner Zeit war natürlich auch wirklich wirklich Stars in der Mannschaft, ja, wie Van der Vaart, Guerrero, Demel, Nigel de Jong, kann ich jetzt einige aufzählen. Meine Rolle war klar, ich war ein junger Spieler, ja, und man wusste auch, oder man, bei mir war es halt nicht der Fall, dass ich direkt reingeschmissen worden bin, ja, und jedes Spiel Startelf gespielt habe, sondern ich war einfach ein Kaderspieler, ja, ein junger Spieler, der dazugehört hat und der, wenn es mal gut läuft, reingekommen ist, ja. Also, und dann hast du einfach auch nicht diesen Druck, weil du wusstest einfach, okay, wenn, dann machst du dir selber diesen Druck, weil du spielen möchtest, aber ich habe nicht diesen Druck gespürt jetzt, dass ich irgendwie vom Verein oder sonst von wem irgendwie, das hatte ich nicht. Das war schon vielleicht auch eine gute Sache, dass es da Führungsspieler gab schon. Also Du hast die großen Namen gerade aufgezählt. Wie war das, wenn man das erste Mal als so junger Spieler in die Kabine kommt und dann sitzen da halt Van der Vaart, Guerrero, Petritsch, keine Ahnung, wer da noch alles dabei war? Ja, war natürlich damals war noch Sorin da bei mir, also zu meiner Zeit. War schon eine coole Sache auf jeden Fall. Als 18-Jähriger, ja, wenn du mit solchen Stars zusammenspielst, dann kannst du eigentlich nur viel mitnehmen, ja. Ist ja, sage ich ja auch immer, junge Spieler brauchen Vorbilder, ja. Und das waren auch, ich habe mir einfach auch da welche rausgesucht, von denen ich mir einfach viel abgucken konnte, so. Und so soll das auch sein, ja. Und nicht nur im fußballerischen Bereich, sondern auch außerhalb des Platzes sollten sich da die Älteren dann einfach auch dementsprechend vorbildlich verhalten. Gab es einen von den Jungs, den du jetzt so viele Jahre später noch in Erinnerung hast, der sich vielleicht sogar ein bisschen um den jungen Sidney gekümmert hat, der dir ein paar Sachen beigebracht hat, sei es jetzt auf dem Platz, abseits des Platzes, also einen von diesen ganzen großen Namen, der dir jetzt besonders in Erinnerung ist? Ich habe ja immer gependelt zwischen Amateure und Profis damals. Ich hatte einfach auch einen tollen Trainer bei den Amateuren mit Carsten Behron damals, der auch mein Förderer war. Und war jetzt kein Spieler damals, aber ein Trainer, ne, im Verein, der mir wirklich da auch viel geholfen hat und dem ich auch einiges zu verdanken habe, klar. Dein erster Trainer bei den Profis war dann ja Thomas Doll, der arbeitet heute in Indonesien. Habt ihr noch Kontakt in irgendeiner Form? Nee, also Thomas Doll, genau, und auch Huub Stevens hatte ich auch noch. Die beiden, zu Thomas Doll, kein Kontakt aktuell, gar nicht. War auf jeden Fall schon eine Persönlichkeit, klar. Eine Persönlichkeit, die sich auf jeden Fall ganz gut an dich erinnert. Und wir haben tatsächlich aus Indonesien einen kleinen Gruß für dich von Thomas Doll. Hallo Sidney, beste Grüße aus Jakarta, dein alter Trainer Thomas Doll. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Schön, dass du im Podcast bist. Ich habe natürlich auch eine Frage. Kannst du dich noch an unser erstes Treffen erinnern? Ich kann es noch sehr gut. Es ist so, als wenn es gestern gerade gewesen ist. Ansonsten wünsche ich dir natürlich alles Gute und kannst deine Erfahrung jetzt weitergeben. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald mal treffen. Tschüss, alles Gute. Ja, Thomas Doll hat uns gesagt, dass er sich an dieses Treffen sehr gut erinnert, weil da so viele Leute mit im Raum saßen. Er meinte mindestens 8. Wahrscheinlich tippe ich mal, waren das alles deine Geschwister? Vielleicht erzählst du uns ganz kurz von diesem ersten Treffen mit Thomas Doll. Ja, genau. Ja, war auf jeden Fall ja eine Wahnsinnsgeschichte. Also für mich, ne, gerade als junger Spieler, als Jugendlicher. Ich hatte damals das Angebot vom HSV bekommen und
Damals war der B-Jugendtrainer Carsten Behron und Thomas Doll war der Trainer von der zweiten Mannschaft zu der Zeit damals. Und dann haben sie angerufen, haben gesagt, ja, wir würden uns gerne mit dir treffen. Und dann meinte ich so, ja, okay, und wo? Ja, wir kommen auch zu dir nach Hause. So, okay, ups, ja, alles klar. Ich gedacht so, ja, ne, Eltern Bescheid gesagt und so weiter, ja. Und du hast damals in Kiel mit all deinen Geschwistern zusammen gewohnt, oder? Ja, genau, und dann kamen die beiden, also Carsten Behr und Thomas Doll, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ja, haben sie einfach mich dann auch überzeugt vom HSV, ja, und war schon witzig, also damals noch so gar nicht digital, also diese ganzen, sie haben ja dann das Internat gezeigt in Papierform noch damals, so so wie das dann aussieht und ja, was sie vorhaben und so weiter. Jürgen-Werner-Schule damals in Norderstedt, das Internat, war schon witzig. Also, wie viele Geschwister hast du denn? Ich habe 7 Geschwister. Okay, dann ist der Raum voll. Ja, 7 Geschwister, genau. Ja. Sehr schön. Thomas Doll hat uns auch gesagt, er glaubt, dass du damals auch Angebote aus Leverkusen und aus Bremen hattest, die du dann ausgeschlagen hast. Stimmt das? Ich hatte damals mehrere Angebote. Ich weiß noch, dass ich beim 1. FC Köln war, habe mir da auch was angeschaut. Da ging es darum, dass ich bei einer Gastfamilie leben sollte und das hat mir dann nicht so gefallen. Mit 16 dann noch Gastfamilie und habe ich gesagt, ja, nee, lieber Internat. Aber waren schon einige Vereine darunter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche. Letztendlich habe ich mich natürlich für den HSV entschieden, weil es einfach auch aus logistischen Gründen einfach auch, ne? Klar. Du hast dann unter Huub Stevens deine ersten 4 Profispiele beim HSV gemacht. Mehr wurden es dann nicht. Du hast dich zum 1. FC Kaiserslautern ausleihen lassen. Warst du dann einfach doch noch zu jung in dieser Star-Truppe? Du hast ja einige Namen schon erwähnt. War es der Sprung noch zu groß? Ja, irgendwann als junger Spieler wirst du dann noch ungeduldig, ne? Und willst dann auch mal Fußball, willst auch mal auf die große Bühne so und willst einfach auch kicken. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, habe ich den HSV gebeten um Freigabe oder um ja eine Leihe damals zum 1. FCK. Ja, und dann hat es auch gut funktioniert, sage ich mal. Neben diesen ganzen großen Namen, die wir beim HSV waren, gab es auch richtig viele Talente. Wir könnten dich jetzt fragen, was das größte Talent war, oder wir können die Frage stellen lassen. Und genau das haben wir gemacht. Das hören wir jetzt. Hallo Sydney, Tunay hier. Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. Und meine Frage an dich lautet, wer war in deiner ganzen HSV-Jugend der krasseste Techniker? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald. Der krasseste Techniker. Tunay Toren oder Sydney Sam? Wen gab es noch? Chupo? Also mit dem Ding darf man auch nicht vergessen. Ja, klar. Chupo war ja auch seit der B-Jugend. War auch bei mir mit in der Mannschaft. Tunay. Ja, hat er auch eine ganz gute Karriere gemacht. Ja, junger Jahrgang. Tunay war sogar noch 2 Jahre jünger. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, wer der größte Techniker war, wir hatten alle viel Talent gehabt, klar. Tunay und auch Chupo waren schon technisch sehr versiert, ja. Die haben auch viel immer irgendwie nebenbei haben sie da immer noch in so einer an Nike-Turnieren teilgenommen und so weiter, so Futsal-mäßig Hallenturniere und so. Ja, es fördert natürlich auch die Kreativität, ne? Ist ja klar. Wenn du ständig da rumkickst in der Halle, das war schon, hat man dann schon auch im einen oder anderen Training gesehen, was die halt können. Das waren dann so Straßenfußballer auch. Ja. Ja, diese Straßenfußballer, sagt man ja mittlerweile, im deutschen Fußball sind so ein bisschen abhanden gekommen. Wie beobachtest du das jetzt so aus deiner Trainersicht? Man kann ja schon sagen, du warst mit Sicherheit auch schon so ein 1-gegen-1-Zocker.
Kommen die wieder oder hat das was mit der Ausbildung zu tun, dass man da erstmal wieder neu ansetzen muss? Boah, schwierig, schwierig. Ja, sie versuchen es ja jetzt schon mittlerweile in den ganzen NLZ schon sehr früh. Also erstens, es wird nicht mehr so viel gezockt auf den Straßen, das ist klar. Alleine durch Social Media und so weiter, da sind die Kinder einfach, weiß ich nicht, spielen lieber mehr PlayStation und zocken viel zu Hause, ja, ob es Handy ist, iPad, PlayStation. Sie gehen einfach nicht mehr so viel raus, ja, und auch nicht mehr eigenständig so viel raus, sondern einfach immer nur, ja, mit Eltern oder nur dann, wenn Training ansteht, ja, dann gehen sie halt zum Fußball, aber so in der Freizeit eher weniger. Gibt doch immer weniger Käfige, habe ich das Gefühl, also so Bolzplätze. Und die Vereine versuchen ja schon in den NLZs versuchen sie diese Bolzplatzmentalität einfach schon auch zu implementieren, ja. Also die wollen das einfach auch wieder da reinkriegen. Das heißt, die spielen dann anstatt mit Training, normales Training, spielen sie dann einfach zocken da einfach, ja. Also frei spielen, damit die Spieler einfach ihre Kreativität fördern, ja. Das ist das halt so. Und das, die besten Zocker kommen einfach auch von der Straße, weil du hast nicht diese Vorgaben, ja. Immer dieses ständige Stopp vom Trainer, der dir was vorsagt. Du hast keine Person, also einen Trainer, der keine Aufsichtsperson. Ja, das heißt, du bist nicht unter der Kontrolle, sondern einfach du spielst einfach frei. Und das versuchen sie jetzt auch in den Verein reinzukriegen, dass sie einfach sagen, ey, alle Kinder, ihr kommt zum Training ohne Vorgabe, ohne nichts. Die Trainer gucken nicht mal zu, sondern lassen die einfach zocken und ich weiß nicht, ob das ist nicht, das fühlt sich ja nicht so an wie als wenn man im Käfig spielt. Das ist klar, weil im Käfig hast du auch nochmal Altersunterschiede, ja, was auch immer vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist, ja, wenn du gegen verschiedene Altersklassen spielst, um sich dann auch durchsetzen zu können. Im Verein hast du einfach immer alle im gleichen Alter. So. Da fängt es ja schon an. So. Das ist dann halt, ja, immer, ich weiß nicht, ist schwierig. Glaub nicht, dass das so nochmal zurückkommt. Wir haben auf jeden Fall noch einen richtigen Straßenzocker aus der HSV-Jugend, der aber auf den Plätzen, auf den Straßen in Berlin groß geworden ist. Stichwort Coco-Bruder, du weißt, wer meint. Ja. Ich weiß, wer. Der gute Ennis wahrscheinlich. Ennis Benatira. Er ist es und wir hören ihn jetzt. Jo, Sid, mein Coco-Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut. Dir und deiner ganzen Familie natürlich. Ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen. Trotzdem würde ich gerne die Gelegenheit jetzt hier nutzen und fragen, wie es läuft, wie es so ist als Trainer. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass du mal Trainer wirst oder werden willst. Wir haben uns ja öfter schon mal drüber unterhalten. Deswegen wünsche ich dir auch auf diesem Weg alles, alles Gute. Und ich kenne die Frage von Tunay. Ich hoffe, du antwortest richtig. Ja. Viel Spaß auf jeden Fall beim Podcast und wir hören uns die Tage. Ja. Alles Gute. Also die beiden scheinen ja auf jeden Fall immer noch guten Kontakt zu pflegen. Seine simple Frage, wie läuft's? Ja, wie läuft's? Gut. Viel zu tun. Stimmt, da muss ich kurz nochmal zurückrudern. Der Ennis war ja auch mit dabei. Der ist ja später dazugekommen. Da war der schon A-Jugendspieler. Ja, Ennis ist natürlich ein Straßenzocker schlechthin. Ne? Also der ist mindestens genauso gut wie die anderen. Okay, dann. Ja. Sorry, ja, Ennis, noch du bist natürlich mit der krasseste der Zocker. Und Coco, Zocker, Bruder, was hat es damit auf sich? Coco ist cool, weil was heißt cool? Ich fand es früher nicht so cool. Damit hat er mich immer geärgert damals. Das ist so Coco der Affe, ne? Also so ein bisschen so dieses, ich habe einen kleinen Kopf und so dieses Äffchen, Coco der Affe, hat er mich immer provozieren wollen damit. Und deswegen, ich reagiere da immer eigentlich allergisch drauf, aber er weiß es natürlich auch. Er darf aber das. Ist okay, er darf, es ist okay, klar.
Ja, du, Henrik hat schon gesagt, du hast dich dann in jungen Jahren erstmal nach Kaiserslautern ausleihen lassen, um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Bist dann wiedergekommen nach Hamburg, hattest ein Gespräch mit Bruno Labbadia. Was hat er dir dann damals gesagt? Ja, nach dem Jahr Kaiserslautern hatte ich die Möglichkeit, zum HSV zurückzugehen. Und ja, wie gesagt, das kam für mich nicht in Frage. Hier ist mein Kleiner. Hallo. Also ja. Unsere Hörer hören ihn, sehen ihn gerade leider nicht, aber ja. Ja, okay. Genau. Ja, und dann waren einfach auch viele Stars immer noch da, ja. Und auf meiner Position war Eljero Elia damals auch. Ja, und ja, für mich kam dann das nicht in Frage, zurückzugehen, weil mir einfach auch die Spielzeit nicht gewährleistet worden ist, die ich haben wollte. Ja, und dann habe ich mich nochmal für ein Jahr Laie entschieden. Wo dein Sohn hier gerade durchs Bild läuft, ist er auch schon so ein kleiner Straßenzocker, oder? Ja, der spielt auf jeden Fall auch super Fußball. Ne? Ist schon, ja, ein ganz großer für ihn so selbst. Er ist ein richtiger, ja, Fußballer. Sag mal ganz kurz, ja. Wie heißt er und wie alt? Gabriel, der ist 7, ne, und spielt auch Fußball. Ja. Alles klar. Und jetzt das sehen unsere Hörer natürlich nicht. Hat er gerade eine Wasserspritzpistole in der Hand und treibt sein Unwesen. Genau. Bei Bruno Labbadia ja. Waren wir gerade stehen geblieben. Der kam ja damals aus Leverkusen zum HSV. Du bist dann nach einem weiteren Jahr dann in Kaiserslautern nach Leverkusen gegangen und bist dann dort auch zum Nationalspieler gereift. War das so die beste Entscheidung deiner Karriere, nach Leverkusen zu gehen? Ja, ich habe da einfach auch eine super Entwicklung genommen in Leverkusen. Ja, habe mich da total schnell auch integriert und habe mich da sofort wohlgefühlt. Ja, ich hatte super Trainer mit Jupp Heynckes und auch super Co-Trainer mit Peter Hermann. Ja. Ja, bin dann zum Nationalspieler gereift und ja, war eine für mich natürlich meine beste Station. Ja. Ist ja auch klar, dass wir aus dieser Station, aus Leverkusen, eine kleine Frage für dich vorbereitet haben. Lieber Sid, schöne Grüße aus Leverkusen. Dein Freund Kies ist hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir hier eine Frage zu stellen. Und zwar kannst du mir beantworten, welche positiven Erinnerungen du an deiner Zeit in Leverkusen hast. Und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß euch und bis bald mal. Liebe Grüße, ciao. Ja, vielleicht erzählst du uns mal, du hast ja viele Momente in Leverkusen gehabt, aber was war so der schönste Moment für dich in Leverkusen? Fragt Stefan Kiesling, wer ihn nicht unter Kies abgespeichert hat. Ja, es gab zwei, drei Ereignisse, die wirklich unvergesslich waren. Zu einem damals gegen Kaiserslautern, mein Ex-Verein, habe ich wirklich ein schönes Traumtor geschossen. Ja, was eigentlich in die Geschichtsbücher eingehen muss. Das war dieser Volley nach einer Ecke, oder? Genau. Winkel. Ja, das war natürlich super schönes Tor. Ja. War es Tor des Monats bei ARD? Ja, Tor des Monats. Normalerweise eigentlich wäre es auch Tor des Jahres, aber der ein Robben, der hat mir natürlich dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil der in der Champions League Saison hat er dann gegen Man United so ein ähnliches Volley-Tor. Stimmt. Im Halbfinale war das dann sogar. Geschossen. Ja, war natürlich ein wichtigeres Tor. Ja, das ist ja klar von der Bedeutung her. Von daher ist sein Tor des Jahres geworden und meins nicht. Aber ich habe mich auch mit Tor des Monats zufrieden. Hast du die Medaille der ARD immer noch? Ja, klar. Wo ist die jetzt? Die Medaille ist in einem Karton, wo ich alle meine Schätzchen aufbewahre. Und du hast gesagt, es gab so 2, 3 Momente. Also das war der eine Moment. Was waren die anderen beiden? Genau. Ja, und dann war ein Spiel, es war 2012, Gruppenphase gegen Valencia haben wir gespielt. Es ging auch um
um ins Weiterkommen, ins Achtelfinale. Und da habe ich dann auch ein schönes Tor geschossen. Ja, allgemein, die Champions League-Spiele waren wirklich unvergesslich. Ja. Also ich kann mich an jedes Spiel erinnern. Von daher war das eine super Zeit mit Leverkusen. Das war dann ja auch, als du in der Nationalmannschaft gespielt hast, so das Jahr vor der WM 2014, da hattest du dann auch eine Verletzung kurz vor Saisonende, hast es dann nicht mehr zur WM geschafft, sonst wärst du vielleicht auch Weltmeister geworden, 2014 in Brasilien. War das so der schwerste Moment in deiner Karriere, die Absage dann von Jogi Löw? Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch vorher angekündigt gehabt, dass er sich dann auch bei jedem Spieler persönlich meldet, auch bei den Spielern, die nicht mitfahren, und das hat er ja dann auch im wahrsten Sinne des Wortes auch getan. Dann stand auf meinem Handy Jogi Löw und dann wollte ich erst gar nicht rangehen, weil ich dann schon wusste, okay, das wird eine Absage. War natürlich enttäuschend, weil ich in dem Quali ja komplett dabei war. Es gehört dazu. Also, ist halt so gewesen. Also Absage und dann muss man das doch als Spieler dann auch professionell hinnehmen. Ist ja auch ehrlicherweise aller Ehren wert, dass Jogi Löw dann auch allen Spielern, die nicht dabei waren, so fair war und denen persönlich Bescheid gegeben hat. Kannst du dich an dieses Gespräch noch erinnern? Willst du dann einfach nur, lass mich in Ruhe, hat halt nicht gereicht? Oder war das trotzdem irgendwie ein nettes Gespräch? Oder wie hast du das in Erinnerung? Ja, es wäre auf jeden Fall ein gutes Gespräch, ja. Vor allen Dingen, mir hat halt die Art und Weise gefallen. Ne? Es war halt klar, hat er mir das schon vermittelt dann, dass ich zu Hause bleiben muss, aber er hat mir dann auch die Tür offen gelassen. Ja? Also er hat mir auch gesagt, im nächsten Jahr nach der WM geht es dann weiter für dich. Und ich war dann auch noch nicht ganz so hundertprozentig fit, ja. Deswegen konnte ich das auch schon nachvollziehen, klar. Was mich mal interessieren würde, damals, als du nach Leverkusen gegangen bist, war das auch schon Jonas Bolt damals, der dich dann geholt hat, jetzt beim HSV seit fast 4 Jahren schon Sportvorstand? Ja, Jonas Bolt, zu dem habe ich immer noch einen guten Draht, guten Kontakt. Wenn ich irgendwas habe, dann rufe ich ihn auch immer an. Michael Reschke, ja, die beiden haben ja zusammengearbeitet. Von daher, der war auch da und hat mich da auch geholt, klar. Dann waren das Jonas Bolt und Michael Reschke, die wieder in Kiel im Wohnzimmer saßen mit dem Familienrat, oder wie können wir uns das vorstellen? Nee, das lief dann allerdings schon anders ab, über einen Berater. genau. Jonas Bolt hatte ja auch damals einen sehr guten Draht zum HSV. Also du warst der Erste, 2010, glaube ich, müsste das gewesen sein. Dann Heung-Min Song, 2 Jahre später. Dann noch 2 Jahre später Hakan Çalhanoğlu. Dann nochmal Jonathan Tah. Also ganz gut abgeräumt beim HSV. Und jetzt ist er der Boss. Da freut mich. Und der Boss hat natürlich auch eine Frage. Okay. Hallo Sydney, hier spricht Jonas Bolt. Es ist jetzt gut 10 Jahre oder ziemlich genau 10 Jahre her, dass du aus dem Norden an den Rhein gewechselt bist. Dort wahrscheinlich die erfolgreichste Zeit deiner Karriere hattest. Die hast du ja jetzt aktiv beendet. Wie ich aber weiß, bist du sehr umtriebig und als Trainer aktiv, aber auch gleichzeitig in der Gastro-Szene. Und da würde mich mal interessieren, wo du denn deine Zukunft tendenziell eher siehst, im Gastrobereich oder dann vielleicht selber mal als Aktiver an der Seitenlinie von außen. Viel Spaß beim Podcast und bis bald mal. Ja. Die Gastroszene, das muss offenbar mit Düsseldorf zu tun haben, oder? Jonas Bolt ist ja häufiger da, hat er noch eine Wohnung. Und, Danke für die Frage. Ich habe damals mit meinen Partnern zusammen, haben wir das Restaurant Lox eröffnet. Es ist ein Steak-Restaurant in Düsseldorf. Von daher, jetzt ist mein Sohn wieder gerade da, eine Sekunde. Und die kurze, die kleine Wasserpistole ist zu einer Riesenwasserpistole geworden, kann man nur sagen. Man könnte auch sagen, ein Riesengewehr.
Okay. Ja, also, genau, wir haben dann das Restaurant eröffnet hier in Oberkassel in Düsseldorf. Und ja, ich bin halt ja, Gesellschafter und bin halt nicht im operativen Geschäft mit tätig, sondern ja, ich bin ja stiller Teilhaber, sage ich mal. Von daher, meine Jungs machen das und ich lasse mich auch ab und zu mal blicken, ja. Und Jonas Bolt offenbar auch. Genau, insbesondere, wenn mal so ein Special Guest wie Jonas Bolt dann zu Besuch kommt, dann ja, freue ich mich, wenn ich ihm dann natürlich auch ein schönes, oder wir ihm dann ein schönes Steak servieren können. Kannst du dich erinnern, wann er das letzte Mal da war? Der HSV spielt ja demnächst wieder in Düsseldorf, Anfang April. Vielleicht kommt er dann wieder vorbei. Wann war es das letzte Mal? Das weiß ich gar nicht, aber auch müsste auch genau vor einem Jahr sein. Ja, auch gegen Düsseldorf, ja. Genau. Da war der auch da. Ja, witzig. Ich werde auch zum Spiel fahren. werde mir das auch angucken. Ja, genau. Wir wissen jetzt. Vielleicht essen wir dann was zusammen danach, nach dem Spiel. Bei uns im Restaurant. Also, so wie ich Jonas Bolt kenne, wird er dich gerne beim Wort nehmen. Jetzt haben wir schon, Jonas hat die Frage gestellt, eher Restaurant oder eher Trainer. Wir könnten jetzt noch dazu als dritte Option geben, vielleicht auch so einen Weg wie Jonas Bolt einzuschlagen. Du hast ja selber vorhin erzählt, das Sportmanagement in St. Gallen abgeschlossen, das Studium. Könnte dich so ein Weg, wie ihn Jonas Bolt eingeschlagen hat, auch interessieren? Oder ist das für dich jetzt eher ausgeschlossen? Trainer ist schon das Ding. Ja, jein. Also zuerst einmal möchte ich meine Trainerlizenzen erwerben, auch meine Trainerkompetenzen erweitern, ganz klar. Ja, und man weiß nie, ja, man kann da auch irgendwie auch mal da reinrutschen. Klar, das kann immer passieren. Aber mich zieht halt auf den Platz, also zum Platz hin. Ja, mir macht einfach auch unheimlich viel Spaß, ja, mit den Jungs zu arbeiten, wenn man da auch dann die Erfolgserlebnisse hat, dann die Kleinen, dann macht es einfach unheimlich viel Spaß. Ja. Und als Papa, ganz nebenbei, bist du ja auch gefragt, wie wir im Hintergrund nach wie vor sehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, der ist jetzt, glaube ich, 4-5 Mal rein und raus gegangen, aber gut, das war nicht anders zu erwarten. Du hast ja auch sein Zimmer okkupiert, deswegen ist das aus unserer Sicht völlig in Ordnung. Ja, das stimmt. Ja, ich habe leider kein Büro, von daher ist das halt nun mal so. Deine eigenen Brüder, die meisten davon, oder deine Geschwister leben ja zum Großteil alle noch in Kiel, zum Beispiel auch dein Bruder Steve, mit dem hast du ja sogar eine eigene Agentur gegründet, oder? Was habt ihr da vor für Ideen, für Pläne? Ja, was heißt, also mein Bruder, der möchte gerne schon mehr in die Beraterschiene wechseln, so. Ja, und ich habe ihn da mal so ein bisschen zu Anfangs unterstützt. Mittlerweile macht er das eigenständig, wie gesagt, weil ich auch eigentlich keine Zeit dafür habe und ich da wie gesagt, Trainer bin und von daher ist das halt ein anderer Beruf, sag ich mal so. Das ist definitiv ein anderer Beruf, aber das ist ein Beruf, der dich jetzt nicht so reizen würde, Spielerberater? Nee, nicht wirklich. Ich habe schon gerne, wenn du dann deine eigenen Spieler hast, um die du dich kümmern musst, ja. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste mich um, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel es dann irgendwann mal sind, 40 Spieler oder 50 Spieler mittlerweile, haben ja große Agenturen so viele Spieler. Ja, das ist schon eine Mammutsaufgabe, ne? Von daher habe ich lieber mein Trainerteam und so Trainerstaff, ja, die sich dann um die Spieler kümmern. Und dein Bruder Steve kümmert sich dann irgendwann um deinen Sohn, wenn er mal Fußballer wird? Man weiß nie, wer weiß. Es ist immer alles möglich, ja. Ja, gut, die Prognose jetzt abzugeben, ob er Fußballprofi wird, das kann ich nicht sagen, aber talentiert ist er, aber mal schauen.
Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen von deinem Bruder Steve gesprochen. Jetzt wollen wir ihn auch einmal noch mal kurz hören. Ja, moin, Sydney. Hier spricht dein großer Bruder Steve aus Kiel im hohen Norden. Ich wünsche dir heute viel Spaß beim Podcast. Und meine Frage an dich lautet, hast du es jemals bereut, nicht für deinen Heimatverein Holstein Kiel gespielt zu haben? Und eine kleine Zusatzfrage, gibt es im Nachhinein etwas, was du zu deiner aktiven Zeit heute ganz anders machen würdest? Also in diesem Sinne, hab dich lieb und bleib so, wie du bist. Ja, das war Steve. Frage Nummer eins, hast du es je bereut, eben nicht außer in der Jugend für Holstein Kiel gespielt zu haben? Ja, schon. Also klar, wäre das natürlich eine runde Sache, wenn ich wenn ich dann nochmal für Kiel gespielt hätte. Ja, es war noch damals war das auch nochmal ein Thema, Holstein Kiel. Nach der Zeit in Bochum 2019. Es war schon ein Thema, hat aber nicht funktioniert, nicht geklappt. Ja, und von daher bereuen, würde ich jetzt eher sagen, ja, nicht bereuen, aber es ist einfach schade, dass sich das nicht ergeben hat, sagen wir mal so. Deine Familie lebt ja noch zu großen Teilen in Kiel. Könntest du dir auch vorstellen, irgendwann nochmal in den Norden zurückzukehren mit deiner Familie? Nein, Kiel nicht. Hamburg schon eher. Meine Frau kommt aus Hamburg, deswegen Hamburg. Jetzt aktuell fühlen wir uns einfach auch hier wohl. Die Kinder gehen hier zur Schule. Ja, mein älterer Sohn geht hier auf eine weiterführende Schule schon. Haben Freunde, Fußball und so weiter. Von daher aktuell kommt das überhaupt nicht in Frage. Aber Hamburg, ist ja schon schön und wer weiß, kann sich immer ergeben. Da musst du aber noch die zweite Frage von deinem Bruder beantworten, ob es irgendetwas gibt, was du anders gemacht hättest in deiner langen Karriere. Ja, wenn man das Thema Verletzung angeht, ich hatte ja wirklich viele Verletzungen, leider. Da hätte ich mich in jüngeren Jahren, wo ich vielleicht so Anfang 20, hätte ich vielleicht noch professioneller leben können, sage ich mal, oder ja, auch im körperlichen Bereich vielleicht dann noch mehr arbeiten können, was Vorbereitung, Nachbereitung betrifft, ja, im athletischen Bereich, im präventiven Bereich, da hätte ich vielleicht noch mehr arbeiten können, was ich dann erst mit Ende 20 dann getan habe. Und dann auch weniger verletzt war als Mitte 20, sage ich mal so. Mhm. Genau. Ja. Jetzt konzentrierst du dich auf jeden Fall voll auf deine Trainerkarriere. Und vielleicht kommst du dann irgendwann mal auch in den Volkspark zurück, in welcher Funktion auch immer. Wann wird man dich denn mal wieder sehen in Hamburg beim HSV? Am Wochenende wahrscheinlich nicht, oder? Das wirst du nicht schaffen? Ich versuche immer zweimal im Jahr im Norden zu sein. Versuche ich das auch mit der Familie unter einen Hut zu kriegen. Werde dann immer irgendwie auch ein Spiel sehen, auch wollen. Jetzt weiß ich nicht, welches genau, aber schon bald. Auf jeden Fall. Gabriel hat noch eine Frage, die wollen wir auch noch kurz hören. Eine Sekunde. Gleich. Ja. Wann gibt's Abendbrot, will er wissen wahrscheinlich? Nee. Das wollte er nicht wissen. Er wollte mein Handy haben, wie immer. Aber ich glaube, dann müssen wir in Gabriels Sinne auch langsam mal zum Schluss kommen. Und wir haben eine Abschlusskategorie. Und die heißt meine Top 3. Genau, und weil wir jetzt ganz viel über das Trainerdasein, über deinen Wunsch, Trainer zu werden, gesprochen haben, wollen wir auf jeden Fall von dir wissen, du hast ganz, ganz viele Trainer gehabt. Was sind so die drei Top-Trainer, die du gehabt hattest, deine drei Trainervorbilder? Ja, einmal Marco Kurz in Kaiserslautern. Ja, einfach, wir hatten einfach eine sensationelle Zeit
miteinander. Ja, ich bin dort zum richtigen Profi gereift. Ja, habe dort eine tolle Zeit in Kaiserslautern gehabt, den Aufstieg zusammen gefeiert. Ja, Marco Kurz auf jeden Fall. Dann ja auch Jupp Heynckes, ja, und zusammen mit seinem Co-Trainer Peter Herrmann, ja, wo sie fachlich und auch menschlich, ja, Jupp Heynckes einfach super drauf sind und haben einfach auch, ja, ich habe einfach viel gelernt von denen, ja, und von daher schafft ja, Hüb Stevens so, noch in die Top 3 als sein erster. Wer? Hüb Stevens? Ja, ja, Hüb Stevens ist auf jeden Fall prägend, ne, mit seiner Art und Weise. Man sagt ja harter Hund, so. Ja, das hat man noch ab und zu mal gespürt damals. als junger, genau, Spieler. Als junger Spieler. Aber wenn man immer schön brav ist und sich gut verhält, dann lässt er einen auch in Ruhe. Ja. Du so als Trainer heute, was bist du dann so der Typ? Bist du auch eher so ein Typ Hüb Stevens, der dann mal Disziplin einfordert? Eine Sekunde, mein Kleiner. Ja, ist nicht so schlimm. Machen wir gleich. Oder vielleicht eher der Typ Tim Walter, sehr kommunikativ, offensiv denkend. Ja, ja. Schon. Ich versuche schon. Ja, alle Rollen. Ich muss ja, als Trainer hast du ja verschiedene Rollen. So, das ist ja nicht immer so einfach, ne? Ich versuche natürlich fachlich so und auch menschlich da ja an die Spieler ranzukommen und denen das zu vermitteln. Das ist nicht so einfach, klar. Aber schon eher ja offensiv ausgerichtet, ist klar. Das natürlich. Also wo sind ja auch, da liegen auch meine Präferenzen. Von daher werde ich schon offensiv ausgerichteter Trainer sein, natürlich. Müssen die Ergebnisse dann auch stimmen. Wir werden auf jeden Fall deine Trainerkarriere beobachten. Und bevor wir jetzt Gabriel sein Zimmer endgültig wieder zurückgeben, musst du eine letzte Frage noch beantworten. Als Ex-Kieler und Ex-HSVer, was für ein Spieler erwartest du da am Sonnabend? Ja, es wird auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel. Kiel, ja, die gehen ja ein 3-5-2-System. Ja, und wie gesagt, können sowohl offensiv pressen als auch defensiv, also kompakt stehen. Von daher sind sehr flexibel. Naja, nichtsdestotrotz, Hamburg spielt zu Hause, ne? Und von daher haben sie was wieder gut zu machen. Ja. Ich tippe da eher auf ein 3-2 für den HSV. Das ist auch ein schönes Schlusswort und ja, wird unseren Hörern auf jeden Fall gefallen. Die sind ja wahrscheinlich, die meisten davon, eher HSV-Fans. Ja, Sydney, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute unser Gast warst. Und wir haben schon gesagt, wir verfolgen deine Trainerkarriere dann aufmerksam und freuen uns, wenn du dann irgendwann selbst an der Seitenlinie stehst. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch. Ja, tolles Podcast. Und der Kleine hat ab und zu mal ein bisschen hier das unterbrochen, das oder beziehungsweise deswegen, ich hoffe, die Fans können mir verzeihen. Das können sie auf jeden Fall, das kann ich ja nicht. Vielleicht wiederholen wir das dann nochmal in Ruhe, kein Problem. Alles gut. Das war völlig in Ordnung. Schöne Grüße an Gabriel auf jeden Fall und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der Länderspielpause. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ja, tschüss, tschüss, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.